zur Programmvorstellung Kultursommer 2013. Michael Endeburg, die zum ersten Mal in diesem Jahr stattfindet. Ich möchte ganz kurz die Teilnehmer unserer Gesprächsrunde vorstellen für Sie. Zum einen begrüße ich Herrn Thomas Schmidt, der erste Bürgermeister von Garmisch-Partenkirchen, auch der Initiator des Kultursommers war ursprünglich. Wir sind ja schon in der 11. Saison dieses Jahr und auch ein großer Kulturfreund. Dann neben ihm sitzt der Roman Hocke. Roman Hocke ist Literaturagent und war auch ein sehr enger Freund von Michael Ende. Er wird was sicherlich interessante Dinge zur Person Michael Ende sagen können, mehr wie jeder andere hier im Raum, glaube ich. Dann warten wir noch auf Georg Büttel, für den ist der Lehrerstuhl hier noch. Der ist noch auf dem Weg nach München und in den nächsten 10, 15 Minuten. Der hat einen Bus nicht erwischt, der fahren musste wegen dem Wasser. der Herr Büttel wird uns zur Michael-Ende-Woche was sagen können. Er ist ja der künstlerische Leiter sowohl vom Kultursommer als auch von der Michael-Ende-Woche und er ist auch Vorstand der Fantastischen Gesellschaft. Dann begrüße ich auch Herrn Wilfried Hiller. Wilfried Hiller ist Komponist und der langjährige künstlerische Partner von Michael Ende. Er wird was zur Musik in dem Theaterstück Homo sagen, sowie auch zum Michael Ende, den er natürlich, genauso wie er auch persönlich, sehr, sehr gut und sehr lange kennt. Dann freue ich mich auf die einzige Dame am Tisch, Stephanie von Poser, eine Schauspielerin, die in beiden, bei beiden Veranstaltungen sowohl im Homo mitspielt als auch in Jena dabei, die bekannt ist aus Fernsehserien. Bergretter, Polizeiruf 110, vor allem auch hat sie in den Kinofilmen von Herrn Rosenmüller mitgespielt. Hier stirbt es länger tot, glaube ich. Und Brandner Kasper, sie kann uns. Wie ist Brandner Kasper war die Arme, Robert Kneister. Robert Kneister, Entschuldigung, verwechselt genau. Und last but not least, Florian Zöpf-Zaharia, er ist der Veranstalter des Kultursommers. Und kann uns sicherlich auch weitere Fragen organisatorischer Art, inhaltlicher Art zur Veranstaltungsreihe sagen. Ich möchte das Wort von Herrn Thomas Schmidt übergeben und würde ihn einfach bitten, dass er vielleicht ein bisschen uns allgemein einführt in den Kultursommer und vielleicht ein bisschen was zum Stellenwert Michael Endes für Garmisch-Partenkirchen erklärt. Okay. Herzlichen Dank. Erstmal möchte ich Dankeschön sagen, dass wir hier im Hause zu Gast sein dürfen, Herr Gassinger. Herzlichen Dank. Und ich würde einfach ganz gerne so den Rahmen, in dem wir die Michael-Ende-Woche und den Kultursommer in Garmisch-Partenkirchen sehen, erläutern. Für Garmisch-Partenkirchen brauche ich nicht alle Highlights aus dem Wintersport aufzählen. Ist es ganz wichtig, dass sowohl der Winter wie auch der Sommer im Tourismus gut laufen. Und deswegen gibt es für den Sommer verschiedenste Initiativen, unter anderem im kulturellen Bereich. Wir haben das große Glück, dass wir sehr authentisch ein Richard-Strauss-Festival am Samstagmorgen geht's los anbieten können, da Richard Strauss eben einen Großteil seines Lebens in Garmisch-Partenkirchen verbracht hat und dort auch gestorben ist und die Familie dort noch lebt. Und wir haben das weitere große Glück, dass wir in der Literatur Michael Ende aufzuweisen haben, der in Garmisch-Partenkirchen geboren wurde. Dieses Grenzgebiet, wenn man so will, Michael Ende in Garmisch-Partenkirchen, lag leider vor 10 Jahren, das muss man ganz selbstkritisch so sagen, noch etwas brach. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir mit Georg Büttel und mit Roman Hocke zwei Mitstreiter gefunden haben, die sich das auch ein Anliegen gemacht haben, dass Garmisch-Partenkirchen dieser Verantwortung und diesem Erbe Michael Ende auch besser nachkommt. Deswegen ist die Idee geboren worden, im Kultursommer auch einen Schwerpunkt Michael Ende zu setzen. Das war in den letzten 10 Jahren überaus erfolgreich mit verschiedensten Stücken zu den diversen Jubiläen der Michael Ende-Stücke. Aber wir haben dann festgestellt, dass es sehr viele Kultursommer in Deutschland und in Bayern gibt und dass es wichtig ist, wenn man so will, wie es aus der Wirtschaft heißt, ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Was läge da nicht näher als Michael Ende als dieses Alleinstellungsmerkmal für Garmisch-Partenkirchen und im Rahmen des Kultursommers auszuarbeiten. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass das in diesem Jahr das erste Mal so aufgegriffen wurde, dass man im Vorspann des Kultursommers
eben eine Woche Michael Ende mit einem umfangreichen Programm organisiert, vom wissenschaftlichen Symposium über Jubiläumsaufführung mit neu komponierender Musik. Herr Hiller, herzlichen Dankeschön, dass Sie da wieder so vehement mitmachen und sich diese Aufgabe angenommen haben. Das wird wirklich, glaube ich, künstlerisch und für Garmisch-Partenkirchen eine große Herausforderung, aber auch ein großes Highlight, wie Salzburg so schön heißt. Und da sind wir sehr stolz drauf. Das Ganze soll eingebunden werden. Wenn Sie Richard Strauss und die Organisation bei uns in Garmisch-Partenkirchen kennen, dann gibt es ja auch ein Richard Strauss-Institut, das früher in München angesiedelt war und dann vor einigen Jahren nach Garmisch-Partenkirchen gezogen ist. Und sowas stellen wir uns eigentlich auch für Michael Ende in der Zukunft vor. Das heißt, dass wir nicht nur im Rahmen des Kultursommers Michael Ende aufführen und wissenschaftlich bearbeiten, sondern dass in 5 bis 10 Jahren in Garmisch-Partenkirchen eben auch, und wir haben ja den Platz eigentlich schon gefunden, im Michael-Ende-Kurpark in der Galerie des Marktes, in dem alten Kurhaus, da sind Räumlichkeiten auch frei geworden, da sind auch schon große Teile des Archivs Michael Ende, doch mal Dankeschön auch hier an dieser Stelle an Herrn Roman Bocke, zur Verfügung gestellt worden, die archiviert werden. Auch die Bilder Edgar Ende sind umgezogen nach Garmisch-Partenkirchen. Also da ist jetzt ein Grundstock geschaffen, mit dem man in der Zukunft arbeiten kann, auf dem man etwas machen kann. Da sind wir zwar beim richtigen Institut, ist nur ein langer Weg, Zuschussanträge, das will man nicht alles selber zahlen in Garmisch-Partenkirchen, da werden wir die diversen Staatsminister und Institutionen natürlich belästigen und Lobbyismus betreiben, damit wir da so weit kommen, aber der Grundstein ist letztlich gelegt und in diesem ganzen Rahmen muss man jetzt auch die Michael-Ende-Woche 2013 sehen. Also wir sind sehr stolz darauf und dankbar, dass so viele mithelfen, dass wir großartige Schauspielerinnen und Schauspieler mit dabei haben. Und ich glaube, dass sich jeder, ob Einheimischer oder Gast, der nach Garmisch-Partenkirchen kommt, sich über diesen Kultursommer und die Michael-Ende-Woche freuen können. Das einfach als Rahmen, warum wir das in Garmisch-Partenkirchen machen. Vielen Dank. Herrn Hocker, möchte ich jetzt kurz das Wort geben, dass Sie uns vielleicht ein bisschen was sagt zur Persönlichkeit-Ende und vielleicht zu Momo 40 Jahre. Es ist jetzt her, dass der Roman veröffentlicht worden ist. Das wird ja sicherlich auch ein Thema im Vorjahr dieses Jahr werden. Vielleicht können Sie uns da einfach mal einen Hintergrund erläutern. Ja, ich freue mich sehr über die Initiative von Garmisch, die Herr Bürgermeister jetzt geschildert hat, angefangen von der Michael-Ende-Woche bis hin zu der Möglichkeit, das Archiv von Michael Ende, das er in den Jahren doch sehr umfangreich auch angewachsen ist, auch vor allem, weil es auch seine Vater betrifft, den fantastischen Maler Edgar Ende zu sammeln und auch zugänglich zu machen für die Wissenschaft. Dieses Jahr ist auch ein besonderes Jahr, weil es sind gerade 40 Jahre her, dass die Momo erschienen ist. Ein Buch, das ein großer internationaler Erfolg auch war, erschienen im Tiedemann Verlag. Genau, ich glaube im August war es, vor 40 Jahren hat es eigentlich sehr leise, so in der Art eben der, wie es die Momo machen würde, eben die Welt erobert, buchstäblich. Und heute noch gehört es zu den beliebtesten Büchern von Michael Ende, ist in sehr, sehr vielen Sprachen übersetzt und auch noch lieferbar. Und wir merken an den Resonanzen, auch an den internationalen Resonanzen, durch Leserzuschriften, dass es auch in allen Ländern sehr beliebt ist. Und erstaunlich ist es, wie es im letzten Jahr nochmal eine zusätzliche Komponente bekommen hat, die Momo, sicherlich bedingt durch diese Finanzkrisen und Kritik auch an dem Finanzsystem, verbinden viele mit der Momo, sage ich mal, so ein Appell, darüber nachzudenken. Das ist vor allem in den Ländern von Lateinamerika, merken wir da ein sehr starkes Engagement in diese Richtung, aber auch aus sehr vielen asiatischen Ländern wie Korea oder Japan auch. Die Momo gehört ja zu den erfolgreichsten Büchern von Michael Ende, neben der unendlichen Geschichte oder dem Wunschbutsch auch, und hat wirklich die Eigenart dieses Buches ist, dass es sich durch Mund-zu-Mund-Propaganda sehr, sehr langsam
über Jahre hinweg eigentlich in bessere Listen hineinentwickelt hat. Da gab es keine Werbekampagne, da gab es keinen Marketingplan, sondern das war wirklich, die Leute, die das gelesen haben, waren da sehr angetan davon. Es hatte auch damals zu Zeiten der Friedensbewegung auch einen Kultstatus und wurde sehr gerne sozusagen auch als Wiedererkennungszeichen verwendet. Ja, dass jetzt diese Zusammenarbeit wieder mit Hiller sozusagen zustande kommt, freut mich ganz besonders, denn das Team Ende Hiller ist ja ein sehr erfolgreiches gewesen, zu Lebzeichen von Michael Ende auch, sind sehr, sehr viele auch Theaterstücke realisiert worden, Musik, Theater, auch Oper realisiert worden, die Michael Ende auch in enger Zusammenarbeit mit Nila verfasst hat auch, das Libretto dazu geschrieben hat. Und ich denke, zwei Stücke, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zwei Opern gelten als die erfolgreichsten Opern in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands. Das ist der Bogolori einerseits, der hier im Gärtnerplatztheater Olaf Bayerisch ist. Damals hat man uns gesagt, das bringt überhaupt nichts, ein Stück zu schreiben in bayerischer Sprache. Das kann nur ein Flop. Und ich weiß nicht, sehr, sehr oft.